So, ich begrüße euch ganz recht herzlich zurück zu Let's Play Dark Souls 2 Part 65. Und ja, hier ist eine geheime Tür. Ich habe einfach mal getestet und Glück gehabt. Also wieder hier hinstellen und ich weiß nicht, was man auf Tastatur drücken müsste, aber wenn man mit Controller spielt, so wie ich mit einem Xbox-Controller, drückt A und das Ding geht auf. So ist auch kein Mimik, ich dachte schon. Versteinertes Etwas. Ach ja, genau, das kann man auch noch eintauschen. Aber versteinertes Etwas, hä, wo ist denn das? Da ist es. Angenehme Konsistenz, toll. Versteinertes Etwas, ein unbekanntes versteinertes Objekt. Angenehm zu berühren, trotz seines Aussehens. Ganz sicher ein seltenes und seltenes. Ach so, ganz sicher ein seltenes und seltsames Ding, doch eines ohne bekannten Zweck. Und weil hier was ist, schätze ich, hier ist auch was, bitte. Ja, hier ist das Feuer, hundertprozentig. Ha! Gut, ich denke mal. Ich schätze mal mit dem Ring. Hammers letzte obere. Aber hier gibt es ja noch ein Item und das hole ich mir jetzt auch noch. Ich schätze mal mit dem Ring hier. Mit dem Ring des Geflüsters kann man das bestimmt finden. Einfacher. Du kannst nicht vergiftet werden, ne? Ja, gut, aber. Ja, ich lass mich nochmal vergiften. Hier unten. Wie komme ich nach hier unten? Da ist doch noch das eine Item da drüben bei dieser Schachtel. Ja, und schon wieder so eine dumme Unterbrechung. Aber ich bin dann nur einfach mal kurz weg und spiele ja trotzdem weiter. Und was Interessantes passiert ist ja auch nicht, glücklicherweise. So, jetzt Macduff. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Dieses Mal besuchen wir jetzt Macduff und geben ihm seine Glut wieder. Fuck yeah, Macduff. Dieses alte Badass. Flynn, Flynn. I smell flame upon you. Okay. I'm Macduff the blacksmith. All I want is a little flame. Kriegste. So, hand that ember to me. Right now, you imbecile. Du nennst mich Schwachkopf? Warum soll ich dir da nicht Glut geben? Was zahlst du denn für Macduff, hä? Was zahlst du, Spost? Hier, nimm. What a marvelous ember. You've got stones, I pray. Give me stones, and I'll fortify your gear. Oh. Okay, Macduff, was hat er denn? Ach so, geil, so ist das. Macduff kümmert sich also drum. Ich kann die sogar zu Original machen. Was habe ich denn Original? Feuer, Blitz, Finsternis, Gift? Einfach? Ach so, irdisch. Verzaubert? Original, Krude oder Blutung? Geil. Okay. Ausrüstung verstärken erstmal nicht. Was hat er denn im Angebot? Bastardschwert, auch geil. Uchigatana, das kaufe ich mir. Ein Langbogen, eine Flügellanze, das kaufe ich mir alles später noch. Königsdrachenschild, ja, ist aber nicht so gut wie meins. Frostet ist um einiges besser. Große Titanide hat er Endless im Angebot und Reparaturpulver und Pfeile. Flame, dear Flame, I give you my all, and you waver and falter. From the start of time, Flame allowed man to flourish, and even now he devises new fiery arts, but his reason makes him doubt Flame. And so,
we waver and falter. Okay. The power of flame, power of the gods. In the end, it is all beyond our reach. And so, flame allures us, and we attempt to harness its power. Flame, dear flame. Flame, I give. Ja, gut, sei ruhig. Ich weiß ja nicht, Macduff macht zwar guten Job, aber irgendwie ist er ein bisschen wahnsinnig. Wie kann man denn so nur auf so geil auf die Flamme sein? Handwerkerhammer und glitzernder Titanit. Handwerkerhammer, ist das wieder nur eine Joke-Weapon, oder? Macht die auch ordentlich Damage? Nicht. Handwerkerhammer. Da. Obwohl, nee, sieht gut aus. Ein alter Schmiedehammer. Sieht wie ein typischer Hammer aus, ist jedoch unglaublich robust. Angeblich wurde er vor langer Zeit von einem berühmten Schmied benutzt. Ja, kann doch nur André sein, oder? Gut, damit hätten wir das abgeschlossen. So, im letzten Part haben wir ja auch noch mit diesem einen Dude da gesprochen. Der sich an dem anderen Dude, am Pate, rächen möchte. Der hat ja gesagt, sein Haus ist in der Bucht. Und deshalb suche ich jetzt mal ab, ob ich die zwei finden kann. Jetzt suche ich dort mal rum. Und dann wird es eigentlich langsam Zeit, dass wir uns zum Schrein begeben. Und irgendwann dürften doch bald keine Spinnen mehr da sein. Wie oft habe ich die denn mittlerweile schon getötet? Oft genug. Okay, mal gucken. Hier hinten gibt es ja keine Hütte. So, da kämen Spinnen. Die will ich jetzt aber nicht rauslocken. Ah, fuck. So. Hier ist noch so ein Magiermann. So ein alter, vertrockneter Lappen. Nein, Mann. Muss ich mir auch mal übrigens welche kaufen, wenn ich das gerade so sehe. So, hier müssten die jetzt irgendwie sein. Ich kann mir, ich glaube, ich weiß auch wo. Würde zumindest Sinn machen. Und zwar war ja hier diese verschlossene Tür. Geht die jetzt auf? Nein, immer noch verschlossen. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Fuck. Vielleicht muss ich auch nochmal zu dem anderen Typen hin. Und dem davon erzählen. Oh, jetzt hat er mich fast versteinert. Glück gehabt. Komm hier, Zombies, haut ab. Nee, also hier sind sie noch nicht. Fuck. Okay, dann verpisse ich mich nochmal. Ha! Like a boss, so wird's gemacht. Übelst viele Leute versteinert worden. Ja, die kommen sich bestimmt auch vergewaltigt worden. Oh, die Spinne hat doch was gedroppt. Das war eine große Sense, einfach mal so random. Stirb. Ich frage mich zwar ehrlich, wo die Spinne das herhaben soll, aber gut. Okay, dann machen wir nochmal dorthin, zum mittleren, und dann suche ich nochmal. Den Typ auf. Der war ja nicht weit weg. So, alle anderen kann ich ja ignorieren. Hier war aber nichts, ne? Ja, gut, nicht überall ist hier ein Geheimweg. Aber um ehrlich zu sein, muss man ja alles überprüfen, man weiß ja nie. So, und ich weiß auch, was ich als nächstes dann mache. Und zwar geht's dann endlich zum Schrein. Kommen wir heute sogar noch hin. Ah, da drüben ist das Item. Moment. Da. Well, good to see that you survived. Perhaps you're more rugged than I thought. Mm-hmm. In any case, the treasure is yours.
since you went ahead and took the leap. I prefer a more cautious approach. It's hard to know who to even trust these days. Und das sagst gerade du. For instance, I've heard that a man is out for my life. Now, what misunderstanding could have ever led to that? The poor bloke must have quite an imagination. You be careful too, my friend. For trust can be a dangerous thing. You be careful too. Okay, ich hoffe mal, das bringt, hat die Quest ein bisschen vorangebracht. So, ein was gibt's ja immer noch. Und zwar diese Lady da drüben. Kann man denn darüber springen? Geht das denn? Muss es ja, aber. Nee, guck dich das doch mal an, das ist doch viel zu weit. Gott, ich versuch's einfach mal. Doch, geht. Muss man aber vorsichtig sein, enorm. Also ihr müsst wirklich extrem auf den Rand springen. So, Drachenamulett, die geben extrem viele Drachenamulette. So, Seele, Suffering, rotes Wasser. Gut, war jetzt nicht so besonders, aber immerhin haben wir uns geholt. Und jetzt gibt's noch ein weiteres Item und das hole ich mir jetzt gleich auch noch. Aber bevor ich das mache, muss ich erstmal nach Majula zurück und mir solche Heimkehrknochen kaufen, weil sonst bin ich am Arsch. Ring der Wiederherstellung. Ach ja, ein schöner Ring. Den habe ich leider kaputt gemacht. Das heißt, den werde ich bedauerlicherweise erst im New Game Plus nutzen können. Ja, eine blöde Sache, nicht? Oh, what are you doing? Have you long eye? Well. Das klingt immer so fies. Warum eigentlich? Ich kaufe sie mir alle fertig. Danke. Weil, um ehrlich zu sein, warum soll ich die mir jetzt nicht alle kaufen? Ich denke mal, mehr brauche ich jetzt in dem Run sowieso nicht mehr als die, die ich bereits bei mir habe. So, was mache ich denn jetzt überhaupt? Momente. Ach ja, genau. Das Item holen. Genau, das holen wir uns jetzt noch und dann bin ich nämlich dort auch fertig und dann können wir tatsächlich vielleicht sogar noch ein bisschen am Schrein rumlatschen. Und hoffentlich kriegen wir dann bald diesen komischen Schlüssel. So. Ich frage mich ja, was hier noch alles. Hier liegen bestimmt noch ein paar Sachen rum. So, einer ist tot. Zweiter ist tot. Kurz alles mal abtasten, ob hier was ist. Ob es da noch eine andere Möglichkeit gibt, immer solche Geheimwege zu finden. Na, obwohl, stimmt. Ja, wir haben den Ring. Tot. Lustig. So, die Ninjas, die drehen sich so schön. Mag aber keine sich drehenden Leute. Giftigen Wurfmesser, danke. So, da kann ich auch rüberspringen. Obwohl, nee, da kann ich nicht rüberspringen. Da muss ich von oben kommen. Gut, muss ich also eine Ebene nach oben und ach, danke, wie herzallerliebst von dir. Ey, komm, das Item hole ich mir jetzt noch, weil dann haben wir nämlich hier alles. Außer unten in der Giftbrühe, da könnte noch das ein oder andere liegen. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Ich glaube es ja nicht. Ich bezweifle es einfach mal. So, ich muss nach... da drüben. Wie komme ich nochmal da hinüber? Da hinüber komme ich, indem ich nach oben gehe. Ach, hier ein Drache. Dann voraussichtlich den Weg hier entlang. Nein, das ist schon mal der falsche Weg. Dann gehe ich mal außen. Ich denke mal, da fahre ich. Hier ist übrigens ein Schalter, passt auf, da kommen hier von der Pfeile raus.
wieder so eine schöne Falle für Gegner oder gegebenenfalls auch für menschliche Spieler im PvP. Dasselbe wie in Zens Festung. Kommt uns also schon das etwas bekannt vor. So, und zwar da drüben ist ja auch noch was. Da liegt immer noch die... die Kiste. Was war das denn? Warum... warum wurde ich jetzt gerade nicht vergiftet? Ja, toll, jetzt ein Anruf. Tut mir leid, ich kann jetzt nicht angehen. Ist ja auch wieder klasse. Schön. Muss natürlich mir jetzt gerade wieder hier passieren. So, Schlag, Schlag, Schlag. Um Gottes Willen, wie knapp habe ich denn jetzt wieder überlebt, ey? Scheiße. Die Maske. Okay, dann muss ich hier lang. So, guck, der Typ ist weg. Ich denke mal, da ist jetzt dort, wo er sein soll und... ja, jetzt bin ich hier. Dann machen wir mal einen gefährlichen Sprung. Und zwar... Glück gehabt, hab's geschafft. Breitschwertgift und Menschenbild. Na, das sind sinnvolle Items, also will ich die auch noch haben. Bedauerlicher... Ach ja, stimmt, Heimkehrknochen ist nicht ausgerüstet, ich dachte schon. Zu bedauerlicherweise fehlt dort oben jetzt diese eine Schatzkiste noch. Die werde ich jetzt vorerst mal ignorieren. Ich guck mal, wie ich dorthin komme. Das mache ich aber mal offscreen, weil das dauert jetzt zu lange. Und wegen sowas möchte ich jetzt keine Zeit vergeuden. So, ich gehe jetzt trotzdem nochmal kurz in die Schlucht hier. Vielleicht sind die jetzt da. Ich hoffe es einfach mal, und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Dann werde ich den Part, denke ich mal, ja, noch nicht, aber bald beenden. Ich weiß wieder nicht die Anfangszeit, ach fuck. Den Zauber gibt's doch bestimmt auch als... Wo kommen denn die Spinnen her? Hallo? Spinnen, wo kommt ihr her? So. Natürlich können wir dort immer noch nicht weiter, oder? Ist aber da. War die Tür schon immer kaputt? Nein, ist immer noch verschlossen. Was ist denn das für ein Weg? Oh, du mieses Spinnenvieh, jetzt stirb. Ist mal ehrlich. Es gab aber einen Weg, wie man hier rüberkommt. Oder waren die vielleicht... Momente mal, vielleicht waren die auch woanders. Es klappt halt eben nicht immer, aber... Och, Tür zu. Und jetzt renn... Nein. Jetzt hätte es geklappt. Jetzt hätte es... Guck dich das mal an. Also so penetrant waren Gegner früher nicht, dass die einfach Holztüren kaputt machen. Och man, ich will keinen Heimkehrknochen jetzt ausgeben, um dann rüberzukommen. Sonst hat es immer im First Try geklappt, jetzt...
Alter, ernsthaft? Ja, na endlich. Okay. Muss ich mal nach oben. So was hatte ich jetzt eigentlich nicht erwartet, aber... Mich interessiert das jetzt. Fehlt bei der Quest noch was, oder? Nee, die müssten jetzt eigentlich hier sein. So, du kannst eh nichts, also stirb. Ja, ja, murmel noch irgendwas Komisches rum. Ich versteh's sowieso nicht. Ne. Und warum in Gottes Namen kann ich das Ding nicht benutzen? Weil da eine Spinne ist. Oh. Ja, sehr schön. Achtet nur immer auf die Spinnen. Aber mir wird in den Arsch getreten, oder was? Nee, gut, jetzt gleich war's das für den Part. Ja, ja, ich glaube immer so oft was von jetzt war's das, aber dann geht's 10 Stunden weiter. Fuck. So, Moment mal, dort, nein. Ja, hier sind sie. Okay, haben wir es doch noch gefunden. Ich helfe gar keinen von euch. Toll, ich weiß jetzt nicht, wer von denen der Fiese ist. Und wer der Gute ist. Okay, dann murks ich es halt beide ab. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das clever war. Pates Speer, Ring der Dornen und Kratons Stahlmaske. Also hier sind sie. Gut, da habe ich doch das noch erreicht, was ich eigentlich wollte. So, das Schwert haben wir gekriegt. Und sein Speer ist hier hinten, oder? Zwillings, nee. Sind hier Riesenkeule, Speer. Ah, Pates Speer. Ein von Pate benutzter Langspeer. Dieser anscheinend ganz gewöhnliche Speer hat offenbar im Laufe unzähliger Schlachten Macht erlangt. Aufzufallen ist nicht immer ratsam. Vor allem nicht, wenn man etwas zu verbergen hat. So, und jetzt noch Ring der Dornen. Nein, ich gehe jetzt nicht ran. Ring der Dornen, ja, der Ring der Dornen, da ist er. Gegenangriff bei erlittenem Schaden. Ring der Dornen. Der Ring gewährt den Schutz von Kreml, dem Gott der Mühen. Es dringen Dornen des Rings in die Haut des Trägers, so dass jeder erlittene Schaden Groll auf den Urheber nährt. Wenn ihr Schaden erleidet, übt der Ring Rache und fügt dem Gegner Schaden zu. Okay, ganz sweet. Dann würde ich sagen, ist diese Quest schon mal beendet. Es gibt noch zwei weitere, aber leider kann ich nur noch eine von den beiden schaffen. Die andere, die habe ich ein bisschen zerstört. Naja, egal. Immerhin haben wir diese Quest jetzt hier noch geschafft in dem Part. Was Neues an sich gibt es jetzt auch nicht mehr. Gut, also, dann würde ich sagen, beende ich den Part hier an dieser Stelle. Und das nächste Mal geht es dann aber wirklich am Schrein von Amana weiter. Ja, und dann schauen wir mal, was uns dort noch so erwartet, nicht? Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch oder... Nein, falls halt eine Bewertung oder lasst einen Kommentar da, würde mich wirklich sehr freuen und unterstützen. Ich weiß, da hat man richtig viel mehr Auftrieb. Und ja, wir sehen uns jedenfalls im nächsten Part dann beim Schreien wieder. Tschüss, bis dann!